Ja, hallo und willkommen bei eBagTom. Heute komme ich mal mit einem Produktreview wieder zu euch und teste für euch heute mal eine kleine elektrische Luftpumpe von der Firma Rockbros. Und was diese Luftpumpe so besonders macht, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Ja, das hier ist diese kleine Luftpumpe von der Firma Rockbros, die ich euch heute mal vorstellen und testen möchte. Zur Information, die Luftpumpe kann man hier auch mittels, ich glaube, es ist USB-C, kann mich jetzt aber auch vertun. Auf jeden Fall gibt es hier nochmal einen Anschluss zum Aufladen der Luftpumpe. Das Aufladen der Luftpumpe dauert in der Regel nicht länger als 25 Minuten, geht also sehr, sehr schnell. Und ja, bis zu 100 PSI ist hier möglich. Und ja, jetzt wollen wir mal dementsprechend einen Platten generieren. Ja, für mich ist auch ganz wichtig zu erwähnen, dass alle Tests bzw. Reviews, die ich zeige, sind mir keine Vorgaben gemacht worden. Ja, es sind dann gesponserte Dinge, die ich bekomme hier zum Testen, aber ich darf hier sagen, was ich will und ich sage hier auch die Wahrheit. Das ist mir ein großes Anliegen, dass ihr nicht denkt, nur weil ich es gesponsert bekommen habe, rede ich die Dinge schön. Nein, das tue ich nicht. Wenn irgendwelche Sachen mir missfallen oder nicht gefallen oder nicht funktionieren, werden dazu keine Reviews erstellt. Oder ich weise darauf hin, wenn es nur kleine Mängel sind. Ja, damit jetzt keiner sagt, eBagTom hat gefutelt, werde ich jetzt erstmal die Luft hier aus meinem Reifen lassen. Ihr hört es und zack, der Reifen ist platt. So, das kann übrigens auch passieren, wenn man dann mal beim Restaurant essen war, man kommt zurück und irgendwelche Spaßvögel haben euch hier die Luft aus den Reifen gelassen. Dann kann man nämlich auch dieses Problem haben. Ja, und jetzt gehen wir hin mit dieser kleinen Luftpumpe. So, wir setzen es auf. So, jetzt gehen wir auch gleichzeitig hin und messen auch mal die Zeit. Und los geht's. Ja, man kann schon merken, dass Luft drin ist. Und diese Silikonhülle, die um das Gerät ist, dient dazu, dass ihr euch nicht, weil das Gerät kann auch warm werden und dient dann als Schutz. So, wir sind jetzt bei 35, 37 Sekunden. Der Reifen ist eigentlich schon so gefüllt, dass ich jetzt zur Not weiterfahren könnte. Und der Reifen ist schon richtig gut gefüllt, aber ich lasse noch mal ein bisschen laufen, weil ich habe auch gleich noch mal vor, mit einem Bar-Druckluftmesser euch zu zeigen, wie weit der Reifen jetzt aufgepumpt werden konnte. So, wir sind jetzt bei 1 Minute 26. Jetzt sind wir genau bei exakt 2 Minuten und ich habe schon das Gefühl, dass der Reifen gut aufgepumpt ist. Deswegen höre ich jetzt mal auf. So, und beenden. Das waren jetzt exakt 2 Minuten und 9 Sekunden. So, und schaut selber, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Es sind 2,1 Bar, die jetzt hier im Reifen sind. Ich habe eigentlich gedacht, das ist mehr, weil der Reifen gut aufgepumpt ist. Aber trotzdem, man könnte jetzt ohne Probleme weiterfahren. Und dieses kleine Gerät hat mich gerettet. Ja, wie ihr gesehen habt, hat das hier wunderbar funktioniert. Und ja, ich hätte jetzt komplett hier meine Tour zu Ende fahren können oder wie auch immer. Ich komme auf jeden Fall weiter. Hier das kleine Gerät, dieser Mini-Luftdruckkompressor von der Firma Rockbros. Echt klasse. Ja, also wie gesagt, es ist wichtig bei diesem Gerät, dass man hier diese Silikonhülle dementsprechend nicht ein Schutz für das Gehäuse, sondern ein Schutz gegen die Wärme, die sich hier entwickeln kann. Gerade wenn man zwei Reifen hintereinander aufpumpt, was ich ja schon getestet habe. Und da habe ich gemerkt, dass das Gerät doch schon warm wird. Deswegen immer die Silikonhülle schön um das Gerät lassen. Und auch ist wichtig, hier steht es auch dran, zwar ja, hot, 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 ne? Also hier oben,
da wo man das für Teledrachen macht, dementsprechend auch nicht anfassen nach dem Pumpvorgang. Da könnte es auch relativ heiß werden. Aber wie gesagt, bei mir im Test hat es jetzt wunderbar geklappt. Ja, zum Preis. Das Gerät kostet aktuell reduziert 80 Euro. Ja, das ist ein Punkt, wo ich sage, das ist kein billiger Spaß. Aber das muss jeder von euch selber wissen. Ja, das sind die drei Vorteile dieser tollen Luftpumpe. Sie ist klein, sie pumpt die Reifen schnell auf und ist auch wieder schnell einsatzbereit, weil man braucht nur 25 Minuten dementsprechend zum Aufladen. Ja, daher kriegt sie von E-Bike Tom 2 Daumen. Genau, wenn ich hier mein Ding mache, haben wir 12 oder was? Müssen wir essen, Tatsache. 12 wird gegessen. Jungs, ich muss jetzt Feier machen. Tschüss. So, also, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, dann gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Tipps und Tricks von E-Bike Tom zu verpassen. Bis dann. Ciao, ich muss essen. Hunger, Hunger, Hunger. So, Maschine an. Und Start. Bis dann. Ciao.